Das ist Nicole. Nicoles Reviews, nur auf Passion TV. Hallo zu Nicoles Reviews. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie es wäre, wenn man jeden Tag eine gute Tat tut? Es würde die Welt bestimmt nicht retten, aber zumindest etwas besser machen. Ich rede jetzt auch nicht von den großen Taten, sondern von kleinen Dingen, denen man täglich begegnet, auf die man aber vielleicht überhaupt nicht reagiert. Von Dingen, die man vielleicht mal in seiner Freizeit machen könnte, anstatt shoppen zu gehen, Fernsehen zu gucken oder am Computer zu sitzen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man den Leuten mit einem Lächeln begegnet? In der heutigen Zeit denken wahrscheinlich viele, man sei leicht debil, aber egal. Einfach weiter lächeln, das steigert sogar die eigene Laune. Achtet beim Einkaufen doch einmal darauf, regionale Lebensmittel zu kaufen oder probiert doch mal etwas aus dem mittlerweile wirklich reichhaltigen Angebot an veganen Lebensmitteln. Haltet jemanden die Tür auf, sprecht doch einfach mal mit einer Person, die einsam wirkt oder geht ins Tierheim und geht mit einem Hund Gassi oder setzt euch zu den Katzen und lest ihnen etwas vor. Bietet in der Bahn oder im Bus einfach mal jemanden euren Sitzplatz an, der ihn dringender braucht als ihr. Oder fragt in einem Altenheim nach, ob es dort jemanden gibt, der keinen Besuch bekommt und sich über jemanden zum Reden oder Spazierengehen freuen würde. Übernehmt eine Patenschaft, egal ob für ein Kind, ein Tier oder ein Projekt. Ich könnte jetzt stundenlang weiter Dinge aufzählen, aber ich wollte eigentlich nur einen Anstoß geben, einfach mal darüber nachzudenken. Jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen, scheint oberflächlich betrachtet unmöglich, aber es sind oft die kleinen Dinge im Leben, die einen Tag zu etwas Besonderem machen. Und eine gute Tat löst einen Moment des Glücklichseins und der Zufriedenheit aus. Und damit haben wir dann auch etwas für uns und unser Karma getan. Das war's schon. Bis morgen und einen schönen Tag noch. Das ist Nicole. Nicoles Reviews, nur auf Passion TV.